Boah, das war knapp. Oh, der lebt noch. Hallo zurück in Trine. Trine, die Fummeltrine. Ihr seht schon, ihr seid weitergegangen. Hier sind noch eure Kisten, Bretter und die Pfeile, die mir zeigen, wo ihr seid. Ja, neue Folge, neues Glück. Wir sind in der Krypta der Verdammten und da oben kommt gerade ein Skelett. Alter. Werdet ihr so lieb? Ja, Moment. Oh, krieg ich Kiste auf den Kopf. Weißt ja, wie es uns immer so geht. Deshalb habe ich einen Helm an, so vorsorglich. Danke. Das so. Skelett hat eine Kiste auf dem Kopf gekriegt. Ja, hier liegt ein Schwert, das nehme ich mir. Shit, geht nicht. Leider, so. Leider. Wir müssen echt cool. Diablo spielen. Hier im Hintergrund, die ganzen Kryptas da. Boah, cool. Sieht stark aus. Mhm. Ich höre nur Geschepper. Einen fehlt uns noch, dann hatten wir 50 von 50. Ja, hier ist auch einer, da müsst ihr Zauberer okay. Nur mal die Kugeln hier wegmachen. Okidok. Ich springe jetzt in den Tod? Nein. Ja. Hey, neuer Save Point. Aua. Autsch. Und Levelaufstieg. Nein, ja dann. Ja, super. Ich geh mal kurz rein, weil dann könnte ich nämlich theoretisch 3 Pfeile schießen. Oh, was ist das denn? Ah, Feuerbogen. Kosten 2. Ich lese mal vor, was ihr alle haben könntet. Betty, die Planke. Achso, das hatten wir ja schon, ne? Das war ja so, Betty, die Planke. So, ich hab jetzt einmal Planke und 4 Kisten. Mhm, cool. So, ich bin in der Mitte bei mir. Das heißt, ich könnte jetzt noch einen Feuerbogen erzeugen, Objekte durchschlagen und entzünden. Das wäre, glaube ich, besser, als wenn ich 3 Pfeile schießen würde, glaube ich. Hm? Feuerbogen vergrößert den Feuerschaden. Ich nehme den mal mit. Ich glaube, das macht sich ganz gut. Wollen Sie es übernehmen? Ja. Tada! Und Tafeli? Ja, ich Was? Kann im Moment nicht mehr upgraden, weil ich 2 Punkte bei den Schwert- und Schild-Sachen, also eigentlich nur bei Schwert, habe. Dass ich dann 5% mehr Schaden machen kann. Mhm. Und die nächste Stufe wäre das Flammenschwert, weil ich im Moment nicht machen kann. Da brauche ich halt noch einen Punkt. Und das andere wäre, ich habe im Moment Stärke der Titanen. Das heißt so viel wie, dass ich große Objekte aufnehmen kann, wenn ich genug Mana habe. Und dass ich höhere Geschwindigkeit vorübergehend habe. Und die nächste Stufe wäre Überrennen. Okay. Ja. Das ist schon so Schildangriff quasi, ne? Denke ich mal. Ja. Mit dem Upgrade, was in der Mitte steht, macht ihr das auch immer? Fähigkeit auf die nächste Stufe verbessern? Fragezeichen. Fähigkeitspunkte können nicht zurückgesetzt werden. Mhm. Das kann ich im Moment nicht machen, weil ich ja keine Kosten mehr übrig habe. Mhm, ich mach einfach mal. Das wird dann daran liegen, dass du bei einem, den du gerade nicht spielst, wo du die Punkte noch nicht alle verteilt hattest, jetzt geklickt hattest und da hast du dann jetzt einen Punkt verteilt. Ja gut, macht ja nichts. Das war ja jetzt bei Feuerbogen. Okay, dann können wir weitermachen. Die Frage ist halt, wow, das stimmt. Jetzt runter, liebe Leute. Wie kann ich einen Feuerbogen schießen? Autsch. Ach so, alles klar, ich hab's. Oh, hier geht's runter und dann stoppt man. Nicht so fahren, mal kurz oh, mein Hund macht gerade Terror. So. Mal hier kurz hier rüber. Komm mal rüber. So, dann gib ihm. Cool. Wollt ihr da hoch oder was? Ja, ich glaube, der Weg ist, glaube ich, noch nicht so schlecht. Mal zu gucken, was da oben ist. Kann ich mich nicht hochhangeln? Nö. Nö, und? Da oben ist nix. Da kommt man nicht durch. Aber oben links geht's. Glaube ich. Naja, sieht so aus. Such mal. Okay, warte, ich spring mal hoch. Ups. Ah, sieht gut aus hier, ja. Aber. Ich weiß nicht, was uns hier erwarten soll. Ach, da ist eine Pfütze, da musst du wahrscheinlich wieder neue Kisten machen. Ja. Ich glaube, echt, wir müssen hier hoch.
Sieht schon cool aus im Hintergrund. La 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 la. Oh ja. Nicht da rein. Au. Deswegen warte ich hier. Tankwacht. Also ich frage, wie kriegen wir ihn jetzt hoch? Da. Ich mach das schon. Okay. Alles klar. Sieht schon cool aus. So, ja. Moderne Architektur auf jeden Fall. Abstrakte Kunst, würde ich das jetzt eher nennen. Oder so, ja. In Köln werden so Gebäude gebaut, die dann einstürzen. Die haben auch mal eine Musik gemacht früher, das waren die einstürzenden Neubauten. Soll ich dir hochhelfen? Wie willst du mir denn hochhelfen? Ah, nichts, schon gut. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Ja, hat schon viel Schönes auf jeden Fall. Zack. Okay, ich geh mal weg. La la la. Ich spiel mal so lange an meinen Einstellungen rum. Freddy macht das schon. Du hast auch was anderes gedacht jetzt, ja? Was? Jungs, furchtbar. Ich spiele mal zu lange an meinen Einstellungen rum. Hallo. So, okay, da sind wir. Wunderbar. Gut, Pontius Pilatus. Nein, ich will meinen Charakter gar nicht wechseln. Ich hätte es auch nicht akzeptiert. Wir haben so gut festgefahren. Okay, Patrick. Ja. Weiter geht's. Warte doch. Oh, hier ist es wieder so dunkel. Oh nö. Aber da ist ja auch gut. Munkeln. Aber guck mal, es wird wieder hell. Ist das nicht schön? Waren wir nicht eben? Ja, ich würde auch sagen, dass wir hier schon waren. Schade. Wir kamen von hier, liebe Leute. Ja. Ich bin gerade gestorben, könnte mal ganz kurz jemand. Müssen wir doch darunter. Immerhin wissen wir, dass wir zurückkommen. Eben. Gewusst wie? Super. So, warte, nimm ich die Kisten weg. So. Wir sind ja gerade von hier oben gekommen. Oh Gott. Wieder so ein Facepalm, ne? Ja. Okay, soll ich nochmal mein Glück versuchen hier? Ja, sieht besser aus. Au! Danke. So. Vorsicht, Brühe. Was? Achso, das ist Brühe. Ja. Oh, ich hab dich gerade leise gedreht, glaube ich. So. Sehr nett. Versehentlich. Gesundheitsdingens aufgenommen. Oh, zwei Popel. Nein, Schatz, ich hätte ihn. Sehr schön. Ach. Oh Gott. Das war jetzt echt schlecht. Ah, macht der Patty schon. Da ist noch einer. Da ist schon wieder Brühe. Hier, hier. Ach so, hier, ja. Hier drüber. Guck mal. Über uns. Ja. Kommst du ja da genau? Nein! Oh, tot. Keine Punkte mehr. Jo. Ach, dabei wäre ich so leicht rübergekommen. Mäht ja nix, nur nicht mal einen Rasen. Au! Das war assi. Sauber. Siehst du, das meine ich die ganze Zeit. Der will das eigentlich nur allein spielen. Also da vier Kisten zu machen, war schon übertrieben. Ja. So, jetzt wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Das ist zu gut hier. Ja, ich glaube auch, jetzt wird hier viel ja. Kämpfen. Achtung, liebe Leute. Oh. Du kleiner, mieser Knochenmann. Ah, das bist du, okay. Ich lass mir den Bogen gespannt. Gespannt wie ein... Was? Vorsicht, Vorsicht. Gehst du fort? Meine Fresse, ey. Natürlich direkt drüber geschossen. Oh, ich habe nur noch ganz wenig Energie. Jetzt nicht. Oder doch. Was? Ja, ich habe gerade einen Gesundheitstrank aufgenommen. Ich werde wahrscheinlich, genau... Das ist wahrscheinlich nicht in der Nähe. Wow! Oh. Ah, nee, ist.
So, immer springen. Oh, warte mal. Achso, ich dachte, das wäre so ein Safe-Punkt. Leider nein, leider gar nicht. War unten irgendwas? Ja, ich bin gerade mit. Ich komme gerade zurück, ich habe gerade nur. Und so. Hatte ich auch geholt. Moment, oh. Kiste öffnen. Kiste wird geöffnet. Amulett des Lebensentzug. Natürlich. So, ich gucke jetzt mal, da ich irgendwie wieder hochkomme. Ah, warte. Ich glaube, da ist ein Safe Point, ja. Tendenziell kannst du dich auch kaputt machen lassen. Ja, ich guck mal, ob ich selber irgendwie hochkomme. Ja, der Wille, ne? Der Wille in der dir. Der Wille, ja. Der Willi in dir. Ja, ich sollte doch lieber das Weibchen spielen. So. So, jetzt habe ich die Kiste kaputt gemacht. Sehr schön. So, Erfahrung Poppel. Nein. Da unten aktiviert. Ist auch noch einer. Ja. Nein. Ach, nein. Wieder jetzt auf. Meiner. Ist so scheißegal. Das ist so ein Solo-Spieler. Komm ich da nicht durch? Doch. So, okay. Sehr gut. Oh, er hat die Brücke wieder belebt. Eine Brücke für die Dame. So, hier werden wahrscheinlich wieder Knochenleute kommen. Da träume ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass er uns dann auch wieder selbst, aber selbst dann, wenn er auch es machen will, kann auch sein, dass er es versehentlich macht. Wisst ihr, Knochenleute. Ja, die stecken mittlerweile gut ein hier. Ich schieße einfach mal da hinten hin, vielleicht ist da auch was. Irgend Feuer? So. Ich hab den ganzen Teil hier geschossen. Über euch. Das waren meine. Ach Gott, ich hab dich gerade verwechselt, Entschuldigung. Kein Problem. Brad Pitt oder George Clooney diesmal? Was? Was? Boah, das war knapp. Oh, der lebt noch. Meins! Nee, wollte ich gar nicht, wollte da hoch. Nein, verdammt. Na, meine Fresse! Gesundheit, Penny. Danke. Was war das? Vielleicht ist sie hilfreich hier. Allergie gegen das Let's Play. Aua, au! Also, ich fand's lustig. Jetzt. Was? Achso, ich dachte, für Kampfgeräusche. Da wäre es auch lang gegangen. Unten? Links. Ah. Da gucken wir erstmal, was. Jetzt stelle ich die Popel auch noch hin. Hätten die ganzen Pfeile geschossen. Ja, vielleicht kommt er immer. Ist ja unten nichts mehr. Hört sich jetzt nicht so an. Das war sehr gut. Das war wieder so ein Typ schon. Na! Ah, okay. Oh Gott. Ja, danke. So, die Frage. Achso, kommen wir wahrscheinlich da hinten rum wieder, ne? Oder? Du kannst die Brücke nochmal hochheben, Herr Zauber. Da sind zwei Popel. Nein, die Brücke hochheben. Wie kommen wir an die Popel ran hier? Ja, eben, das meinte ich ja. Wollte der Herr Zauberer ja nicht hören. Was war denn unten? Kann man da hinspringen? Das sind zwei Erfahrungspopel. Ja, die Frage ist halt, wenn ich jetzt da runterspringe, kann ich irgendwo landen? Links, ja, oder rechts? Ich hab's schon geholt. Oh, jetzt hab ich noch eine Kiste. Moment. Ist doch gar nicht wahr, ich seh die doch hier. Bei mir ist noch eine. Ja, okay. Armschützer gefunden. Ja. Mhm. Hallo? Ja, ja, alles gut. Wir kommen jetzt mal zu dir und gucken mal, was du da machst. Wo bist du denn? Ja, links. Da. Ach, da unten. Headshot! Ja, jetzt die Frage, wie kommen wir an den Erfahrungspopel ran? Jetzt ging die Frage, was ist... Springen, dich dabei ja an die Brücke seilen und dann dahin schwingen. Aber klingt, du kennst nicht mehr zurück. Doch, komm ja auch. Ich probier's mal. Hau rein.
gut aus. Yay! Moment, das mit... Warte. Ja. Ich guck mal, was da unten ist. Wahrscheinlich gar nichts mehr. Nee, da ist nichts da. Bin ich schon runtergestürzt. Nein! Ah! Ah, naja, gut. Danke! Ah. Hä? Wieso lebe ich denn nicht? Was ist denn A jetzt? Oh Gott, sagen. Warte, stand er doch genau am... Nein! Rettungsschirm. Schirm. Danke. Rettungsschirm. Zack. Unten hat der warte ja gerade, ne? Habt ihr ja was geholt. Ja. Wow. Ist schon geil gemacht hier. Das sieht jetzt aus wie Monster. Endgegner. Okay. Da kann ich nichts ausrichten. Alter. Sehr gut. Wo bin ich denn? Tot. Ja. Das so klingt logisch. Ja, aber am letzten Checkpoint geht's weiter. Ich bin der Maus. Können wir ja aber durchlaufen. Ja. Ah, warte, ich bin gerade voll auf der Steuerung. Ich kann ihn gar nichts machen. Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Nähe des Verlieses. Ha. Ich stelle mich mal ein bisschen abseits, da kann ich natürlich. Auf zum Schloss. Du kannst nichts daran ausrichten, das muss, glaube ich, Paddy machen mit Kisten oder so. Nee, also ich geh gerade mal gucken, ob ich... Ja, Paddy geht gerade mal gucken. Ja, ich brauche irgendwas, was ich dann... Ach, der kommt hier auch raus. Ach, der kann... Deswegen. Guck mal, der kann da runterspringen. Das ist bestimmt da reingestürzt. Zack. Den kriegen wir doch bestimmt da reingestürzt. Wir gehen jetzt einfach alle nach rechts. Da hinten war auf jeden Fall eine Brücke. Wo ist er? Ich stoße mal runter. Da ist er. Ach ja, du kannst ja jetzt wahrscheinlich genau deswegen. Siehst du das? Da ist eine Brücke. Könnt ihr mich bitte wiederbeleben? Gibt's irgendwie einen Hebel? Umgebracht. Hebel? Benutzt du mal? Da ist eine Brücke, bla bla bla. Ich bring das Monster Nein, ich will nicht wechseln. Ja, ja, sehr gut. Ich kann nicht. Danke. Komm. Fein, Tafeli, du hast das Monster umgebracht. Super, Tafeli. Du hast es runtergeschubst. Ich hätte einfach die Brücke. Hast du fein gemacht. Danke. Da unten sind übrigens noch Erfahrungspopel, deshalb stürze ich mich jetzt nochmal. Okay. Mach das. Kann ich die Brücke wieder hochtun? Schon gut, ich bin tot. Ah. Oh. Ich habe auch welche gefunden. Ja, na, warte, dann gehe ich einfach, hol ich mal die Erfahrungspopel, ja, und bitte. Dann. Das meinte ich nämlich, die wollte ich ja gerade holen. So, ist klar. Wenn ihr mich dann noch wiederbeleben würdet, wäre das noch super, super, super toller. Ja, genau, da unten. Ja, ganz rechts, Paddy. Ja, genau, dann ist so an. Oh, noch ein Hebel. So, weiter geht's. Ja. So. Die, ich habe die zwei unten geholt. Ist da rechts noch eins? Nee, da dürfte nicht so. So, dann mal durch. Wo ist der Paddy? Ja, warte. Unten den Hebel hast du benutzt? Ich hatte nur oben den Hebel umgedreht. Wie in der Brücke. Hebel? E gedrückt halten. Obwohl da Escape steht. Wahrscheinlich ist das wegen der Tür. Ist die nicht bewegt. E gedrückt halten, dann A oder D drücken. Ah, das ist dann... Der kommt von unten. Hast du jetzt eine eigene Brücke oder was? Nee. Nur unter der Brücke kommt man halt da raus. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Was wir jetzt wieder lesen können. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Ja, einsame Burgverliese. War alles besser. Auf jeden Fall. Wir klicken mal auf Start und gucken, wo wir rauskommen. Dieser Ort lässt mich... Es ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Klugscheißer. Keine Angst, ich habe mein Schwert und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Ist klar. Okay, die Folge ist vorbei. Wir sind jetzt weitergekommen, das ist schon mal sehr gut. In der nächsten Folge geht's weiter. Willst du einen Charakter wechseln? Ja, ich bin immer noch nicht ich. C. Drücke die Taste C. Hä?
Juhu. So. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Toll. Ja, ja, da fürchte ich, werden wir in den Burg verließen. Ein wenig lesen dürfen. Schauen wir mal, was es da zu lesen gibt. Ob es wieder etwas über Strain Neues zu erfahren gibt. Das wollen wir mal schauen. Sind vielleicht die Spinnen wieder gewachsen? Ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Und Daumen hoch. Und die Skelette komisch gestapelt. Tschö. Ordentlich. Skelette stapeln.